Hallo, hallo, ihr Lieben. Es geht heute um meinen Verkauf von einigen Buchseiten. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe insgesamt 6 Umschläge gemacht. Es sind alle ähnlich. Ich hole mal gerade. Einen Moment, bitteschön. Und ich möchte euch das natürlich gerne zeigen. Ihr wisst, ich habe sehr viele alte Bücher gesammelt und haben wir schon Licht? Na, wir sind noch gar nicht so weit. Jetzt können wir was machen. Okay. Ich blätter das einfach so da drauf, dass ihr seht, was da kommt. Ich hoffe, ihr könnt es so sehen, wenn ich es so aufblätter. Es sind ein paar Sachen aus Atlanten dabei. Das ist ein englisches Naturbuch. Das ist altes Ikebana. Altdeutsche Schrift. Noch mehr altdeutsche Schrift. Ein altes Schwarz-Weiß-Bild. Eine Aufführung. Blumen. Alte Schrift. Also altdeutsche Schrift. Einen Moment, das ist Chinesisch. Moment, ich muss mal eben die Brille absetzen, dann kann ich es auch besser zeigen, weil ich sonst nicht sehen kann, wo oben und unten ist. Eine Doppelseite, chinesische Schrift. 1, 2, 3, 4, 5 solche Bögen. Das ist jetzt wahrscheinlich so Russisch oder sowas in der Art. Moment, ich zeige euch das mal genauer. Das sind 2 mit einem Bild, eine kleine altdeutsche Schrift, das ist polnisch wahrscheinlich hier, das ist wieder altdeutsch, das könnte wieder russisch sein, mehrere Seiten, jetzt kommen wieder 3 Seiten, so Doppelseiten jeweils, chinesische Schrift, dann kommt das, auch chinesisch. Schriftzeichen, chinesisch, nochmal chinesisch. Ich muss es versuchen, so wieder zu packen, dass ich es auch einpacken kann. Das sind ganz, ganz hauchdünne Seiten. Chinesische Schrift, 2-mal, 3-mal, 4-mal sogar. Und nochmal Doppelseiten in so einer kleinen, so kleinen Format. Ein so ein Bild mit einer Rückseite. Deutsche Schrift. So. Ihr seht, ich zeige es euch alles. Doppelseite. Das ist wieder so russisch, polnisch, irgend sowas in dieser Art. Dann kommt solche Seiten. Teilweise so doppelt sogar. Und jeweils, glaube ich, bei jedem ein so ein Bild aus diesem Wörterlexikon. 3 Seiten. Dann ein so eine große Schrift. Musikpapier, Doppelbogen. Eine kleine Schrift. Moment. Das ist wieder altdeutsche Schrift, altes Buch. Dann, das ist so eine Doppelseite wieder, jeweils mit einem Bild, habe ich mich bemüht. Ich hoffe, das hat geklappt. Ganz alt, das sind die Zeitungen so mit Bild. Alte Bilder, altdeutsche Schrift, Doppelseite, anderes Buch, altdeutsche Schrift. Klein. Seht ihr auch sehr vergilbt teilweise. Das ist eigentlich die Seite aus dem Naturbuch. Irgendwie so ein Trick. Wieder eine andere Schrift. Notenpapier. Ganz altes Buch Goethe. Dann haben wir hier noch eine einzelne Seite. Schön vergilbtes Papier. Das ist ein altes Haushaltsbuch gewesen.
Da Speck, Marmelade, Zucker, Kartoffel, Mehl, Kaffee in Kilogramm. Und hier sind die, so tabellarisch kann man sich das dann aufschreiben. Da hat jeder hat einen Bogen. Das habe ich mir mal gekauft, fand ich so lustig, dass man das so, naja, so für Großküchen und so, ne? Nochmal so eine Doppelseite Papier, eine ganz alte Seite Papier. So kleinere Seiten, normale Schrift. Wieder so ein altes, aus dem alten Buch. Und zum Schluss nochmal Notenpapier. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viel das war, aber es wiegt über 300 Gramm. Soweit habe ich das, glaube ich, gerade. Soll ich mal zählen? Soll ich mal versuchen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, das ist ein Doppelbogen, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, sagen wir mal 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 2, 93, 94, 95, 96, 97, 98. So. Jetzt ist es einmal andersrum gepackt, die anderen sind alle andersrum. Also es sind 98 Papiere drin. Okay, ich packe es ein. Ein Moment, ist nicht ganz so einfach, aber ich kriege es mit ein bisschen List und Tücke. Wirklich gut reingeschoben. So, ihr seht, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, euch viel verschiedene Sachen zu geben. Und gucke gerade nochmal. Und jeder bekommt einen Überraschungsengel. Engelskarte da rein, hat jeder schon drin. Ich werde mal gerade eben noch was nachschauen. Falls ich da jetzt irgendwie dran komme, das ist die Preisfrage. Ja, aber wie komme ich da dran? Das ist die Sache, das weiß ich nicht. Ach, ich komme nicht dran, das ist zu weit weg. Ich komme so nicht dran, ich habe alle Hunde davor. Ja, ich habe euch alles gezeigt. Ich würde mich freuen, wenn ihr Interesse hättet. Ich schreibe meine E-Mail-Adresse drunter. Ihr könnt mich auch gerne über Facebook anschreiben. Ich bräuchte dann eure Adresse. Wir haben jetzt knapp 100 Seiten. Also ich möchte euch einen fairen Preis machen. Ich denke gerade, ich habe hier noch Papier liegen. Ich gebe noch jeweils, warte mal, zwei, und gucken, ob wir genug haben, dann tun wir die in jedes noch rein.
Da ist auch jeweils noch ein Bild dabei. Zwei, dann haben wir auf jeden Fall 100 Bögen drin. Und mal gucken, ob wir es noch voll kriegen hier. Ist kein Bild mehr dabei. Dann wäre doch schön, wenn wir noch ein, zwei Bilder hätten. Da sind noch Bilder dabei. Sind nicht überall Bilder dabei. Ich krieg noch ein bisschen was. Ja, hier haben wir noch ohne Bilder. Mal gucken, vielleicht finde ich noch mit Bildern. Dann gebe ich es euch gerne mit Bildern. Sonst kriegen welche mit oder welche ohne. Na, ich habe es nicht mehr mit. Ich habe nur noch Text. Ja, ich habe nur noch Text. Hier ist auch keins mehr drin. Ich gucke nochmal nach. Also das sind nochmal weitere vier. Hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe noch ein paar dazu gelegt. So, hier fehlt noch was, sehe ich gerade. Da legen wir noch was dabei. Die lege ich noch ein. Zusätzlich, die habe ich gerade hier so rumflattern. Ja, ihr Lieben, ihr habt gesehen, was ihr bekommen könnt. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr es gebrauchen könnt. Ich habe wirklich viel Material und gebe gerne was weiter. Ich habe gedacht, ich hätte gerne, wir wollen mal sagen, das Porto ist 3 Euro, 2,70 Euro. Wir sagen 3 Euro, jetzt mit 70er fangen wir nicht an. Ich würde sagen, inklusive Porto, jeder packen für 12 Euro. Ich hoffe, das ist fair. Es sind gute 100 Seiten, denke ich, drin. Ich hoffe, ich bin da fair mit dem Preis. Es ist sehr viel Altes dabei. Es ist Chinesisch, Russisch, Polnisch, keine Ahnung was. Sehr viel Altdeutsch. Es ist alles Mögliche. Bilder dabei, Gedichte dabei, ganz alte Goethe-Sachen dabei. Aber ich bitte euch, die nur für den privaten Gebrauch zu nehmen. Die kann man nicht verkaufen. Da sind Sachen dabei, die noch unter Copyright fallen. Da bitte darauf achten. Ich sage es ausdrücklich dazu, ausschließlich für den privaten Bereich. Ihr wisst, dass ich das Geld, ich mache das auch nur deswegen, weil meine liebe Mia, unser Hund aus Rumänien, herzkrank ist und braucht wieder neue Untersuchungen demnächst. Und das geht ganz schön ins Geld und braucht ständig Medikamente. Und so habe ich gedacht, könnte ich da so einen kleinen Anteil vielleicht mit zum Verkauf dabei steuern zu den Kosten. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bitte, wenn ihr was haben wollt, bitte meldet euch bei mir. Ich werde es noch diese Woche verschicken können. Und falls ihr irgendwas anderes braucht, meldet euch auch. Ich habe viel Zeugs. Ich habe zum Beispiel noch sehr, sehr viel alte, richtig alte Borten, ganz alte. Da würde ich auch gerne was von weitergeben. Aber das machen wir vielleicht mal ein anderes Mal. Für heute sage ich Tschüss, macht's gut, bye bye.